Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars Jedi Survive. Und ja, in der letzten Folge sind wir von Coruscant relativ gut entkommen. Allerdings ist die gute Mantis etwas beschädigt. Deswegen sind wir jetzt auf dem Planet Kupul gelandet, wo wir den guten Kreese finden werden. Der gute Kreese ist quasi einer der ehemaligen Crewmitglieder von Cal Kestis. Und wir haben ja nochmal dazu eine kleine Geschichte erlebt mit BD-1, wo er quasi alle aufgezeichnet hat, die mit in der Crew gewesen sind. Was es genau damit auf sich hat, weiß ich jetzt auch nicht, aber anscheinend ist jeder seinen eigenen Weg gegangen. Und wir vermuten, dass der gute Kreese jetzt eine Art Cantina-Bar führt, denn er hat anscheinend ein gutes Essen gehabt. Und ja, wir gucken jetzt auf jeden Fall erstmal, ob wir ihn finden werden. Und ich muss sagen, es ist immer noch ein sehr schöner Anblick, wenn man von hier aus guckt. Also es ist schon geil. Wenn man vergleicht, Coruscant sieht halt von Planetinnerem aus wie eine Zukunftsstadt, könnte man sagen. Und dann sieht man hier quasi Kobold und was soll man sagen, ne? Sieht halt völlig anders aus. Oh Gott, ich bin wieder super drinne. Ein Tag nicht gespielt, schon wieder. Wunderbar. Oh Gott. So, sorry. Okay, komm her. Komm her. Sehr schön. Genau, wir hatten uns hier noch nicht überall umgeguckt, deswegen sind wir nochmal zurückgegangen. Kann ich die eigentlich beeinflussen? Dann keine Bedrohung. Okay, okay, cool. Stimmt, das haben wir auch gelernt. Schade, dass ich das nicht immer gemacht habe. Oh. Nein, oder doch? Ja, okay. Oh, sorry. Autsch. Wunderbar. Hier waren wir noch nicht in dieser Gegend, ne? Oder doch? Waren wir hier schon? Doch, hier waren wir schon. Okay. Ja, und wie ihr seht, wir kämpfen mit dem Zwei-Schwerter-Stil, weil ich muss sagen, ich finde es einfach geil. Gefällt mir. Finde ich sehr. Oh, hallo. Hä? Aber ist das. Bedeutet der Roboter was? Ich meine, wir haben ihn ja schon mal entdeckt. Dieses Gebäude ist definitiv anders als die übrigen. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Wir können da raufklettern. Also, wir können da drauf jumpen. Hops. Genau, so nämlich. Nein, so nicht, aber so. Wunderbar. Und hops. Nein. Okay, warte. Achso. Mission definieren. Planeten halten. Eindringlinge besiegen. Den Raiders gehorchen. Roger, Roger. Roger, Roger. Ach Mensch, wie ich das vermisst habe. Roger, Roger. Oh Gott, scheiße. Hilfe, lass mich. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich war zu hippelig. Ja, komm, verpiss dich. What? Nein. Ach Mann. Gut. Es fängt schon wieder gut an, ne? Aber ich frage mich wirklich, was es mit dem kleinen Roboter auf sich hat. Ist das irgendeiner, den man besiegen kann und man bekommt dann irgendwelche Items, also irgendwelche Gegenstände? Nein. Aber warte mal, ich könnte die ja theoretisch auch beeinflussen, oder?
Kann ich die gegeneinander kämpfen lassen? Das wäre natürlich mega gut. Ist der noch da? Ah, da, guck mal, der ist wieder da. Ich will mal gucken, wenn er... Er ist weg. Schade. Oh, nein, funktioniert nicht. Schade. Nein, lass mich. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh. Wow, das war... Das... ja, gut. Das ging sehr schnell rum. Ich habe nicht wirklich was gesehen. Was haben wir hier? BX-Druide-Gewehr. Okay, cool. Ja, man sieht halt schon, die ehemaligen Separatisten-Druiden sind quasi jetzt neuer Look. Näher haben sich ein bisschen den Raiders-Look angeeignet. Ne? Quasi eine Banditengruppe, die nur Böses vorhat. Da unten ist unser Freund. Okay, aber ich find's halt immer gut, ne, dass man halt wirklich hier sehr viele Gegenden hingehen kann, also angucken kann. Ne. Manchmal findet man was, manchmal findet man gar nichts. Aber hey, so kleine Secrets und sowas ist schon was Feines. Okay, was ist hier? Oh, hallo Vögelchen. Ach, guck mal. Ich hab's doch gewusst, dass da irgendwo was ist. Mensch, so leicht kann man mich nicht verarschen. Okay, ich glaube, das ist der Rückweg. Ja, gut, ich glaube, da kommt man zurück. Oh Gott, Junge. Oh Mistvieh, zum frühen Morgen so ein Scheiß hier. Mach das doch nicht. So. Neue Farbe, neue Lackierung für die Kashyyyk-Lackierung, okay. Aber hä? Okay, da komme ich jetzt so nicht hin. Aber warum hat es hier irgendwas angezeigt nach dem Motto, du kannst dich da ranhangeln oder springen? Ah. Okay, na gut, dann gucken wir hier nochmal. Was gibt es hier Schönes? Ach, guck mal, das ist hier von unserem Dude. Okay. Oh, natürlich, das war geplant. Hui. Hui. Und das wird. Doch, das wird was, okay. Ist es was Gutes? Ist es was... Oh ja, was Interessantes. Okay, ist das einmal Wahrnehmung? Sieh dir den kleinen Kerl an. Stell dir vor, dir würde etwas, das so flauschig ist, Angst machen. Oh, vernacht. Oh, Buglings waren eine versehentliche und invasive Ergänzung des Ökosystems von Kubo, aber nicht alle Bewohner des Planeten lehnten sie ab. Ja komm, also es ist doch schon, also ist doch schon feini, ne? Ist doch schon feini. So, kriegt man neue Essenz, Macht, Heilung oder was? Oh, wir kriegen Fähigkeitspunkt. Yay, und wir haben relativ viele mittlerweile am Start, ne? Interagieren, was? Oh, hi. Ich beiße nicht. Versprochen. Och, das ist süß. Das ist süß. Okay, und wir nähern uns langsam immer mehr dem... Ich weiß nicht. Kann man den Buckling streicheln? Hatten wir den nicht schon in der letzten Aufnahme gestreichelt, wo er gesagt hat, kennen wir uns nicht? War das nicht so gewesen? Okay, also von da komme ich nicht dahin. Da würde ich sterben. Das ist nicht cool. Okay, gut. Also ihr seht, man kann ja wirklich sehr viele Erkundungen machen. Natürlich,
Wird es wieder so wie im ersten Teil sein, sammle alle Kisten, was weiß ich, sammle XY, um eben, ne, Trophy freizuschalten, man kennt es, man kennt es, also nichts Neues. Ich glaube, das war's erstmal, ne? Also wir können jetzt erstmal weitermachen und da kommt eine Mine angeflogen, ja, toll. Ja, tschüss, Mine. Ich muss erstmal los und ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock. Kann ich die Mine auch gegen Dings verwenden? Oh, jetzt habe ich irgendwas falsch gedrückt. Kann ich die Mine anlocken? Yeah, geil, und tschüss. Oh, Fähigkeitspunkte erhalten. Yeah. Wo ist er denn? Hä? Wo ist er denn? Hallo? 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 Wo ist jetzt der Dude hin, der mir ans Leder wollte? Der ist nicht mehr da. Oh, das ist doch ein Speicherpunkt. Cool. Aber da kam ich ja von hier aus nicht ran, ne? Okay, wir müssen, da unten waren wir auf der Seite, dann müssen wir jetzt wohl oder übel zur Stadt gehen. Oh, geh weg. So. Flussbeet bewache. Bewache Flussbeet. Aua. Jo. Feuere eine Rakete ab. Ja, danke schön für die Info. Und zack, sehr schön. Feuer Rakete ab. Rakete abgefeuert. Rakete ins Gesicht geflogen. Ah, tut weh. Okay, okay, da unten ist ein schönes Bett. Wasserbett. Ja, da hinten ist was. Aber wir gucken kurz nochmal hier. Weil wir haben ja, ne? In der letzten Runde nicht wirklich alles angeguckt. Wir sind ja am Ende zum Save Point zurückgekehrt. Oh, geil. Hulala. Hallo. Das ist nicht cool. Nicht cool, nicht cool, nicht cool. Okay, ich verstehe. Wir müssen irgendwas. Ah, danke. Schön. Okay, das können wir also noch nicht machen. Schade. Gut, dann tschüssi. Lalalalalala. Ah, guck mal hier. Ist ein Freund. Na, komm, hallo. Schon, du blödes Vieh. Beweg dich. Hey. Du kommst gerade aus der Baggerschlucht? Komm schon, du blödes Vieh. Beweg dich. Du kommst gerade aus der Baggerschlucht? Okay. Oh, hallo, mein Süßer. Hallo, Süßer. Geht denn dir? Mein Süßer. Südliches Gebiet. Jetzt sind wir gerade abgesprungen. Okay, südliches Gebiet. Na ja, gut, dann. Okay, da oben ist. Was ist das denn? Ist das ein Kopf? Nee, wie war das hier? Visier? Kann ich. Nee, wie war das jetzt mit dem Vergrößern? Zoom. Ach, hier. Lass mal kurz gucken. Ah, okay, das ist einfach nur ein Kopf. Gut, ich dachte, das wäre jetzt, ne? Aber es ist so schlimm. Du siehst irgendwas Blaues leuchten und musst sofort hinrennen. Flussbildüberwachung, Wahrnehmung, okay. Lasst euch das allen eine Lehre sein. Wenn ihr in meinen Außenposten kommt, jage ich euch und erlege euch eigenhändig. Doma ungebrochen. Als die Raiders ihren Aufstieg begannen, hielt Doma es für erforderlich, ihnen persönlich klarzumachen, dass der Außenposten verteidigt wurde und sie sich nicht mit ihm anlegen sollten. Oh, ist das unser nächster Bossgegner oder Bossgegnerin? I don't know. Oh,
Oh Gott, nein. Ah. Lasst mich doch in Ruhe. Ihr seid doch so süß, ihr Hammerköpfe. Ihr seid doch... Aua. Alles. Kann ich links machen? Nein, kann ich nicht. Okay. Ah, aua. Ey, ihr Süßis, ihr seid so böse. Hm? Ich mag euch nicht mehr. Komm her. So. So. Nix mehr mit Süßi. Es tut mir leid, aber ich glaube, ihr habt das nicht anders verdient. Ah, guck mal, da kann man meditieren. Meditation activated, bevor wir wieder sterben. Erstmal eine Runde meditieren. Und ist das ein Händler? Ist das ein Händler des Vertrauens? Ich muss meinen Geist frei machen. Jo, mach mal frei den Geist. Ne? Wir ruhen uns aus. Genau, Fähigkeiten. Natürlich, ihr wisst, welche Fähigkeiten wir nutzen. Wir gehen auf Überleben und machen erstmal... Okay, regeneriert Leben, wenn er einen Stim-Behälter von PT benutzt. Yo, let's go. Machtanzeige mit seinem... Füllt einen Teil deiner Machtanzeige. Okay. Leben erhöht, jawohl. Okay, dann brauchen wir nur noch 2 Punkte und dann können wir die ultimative Ladung machen. Und natürlich, was wir jetzt auch mal just for fun mitnehmen werden, ist eine Runde Training. Ja, wie gesagt, wir wollen ja gerne alles freischalten, beziehungsweise alles mitnehmen. Blocken, trainiere den Block. Halte, um die meisten Angriffe zu blocken. Ja toll, warum kann ich... Okay. Na komm schon. Wow. Also hat geklappt. Ja, außer den Angriff, den kann ich jetzt nicht blocken. Oh, perfekt Block, geil. Na komm. Wunderbar. Sehr schön. Blocken haben wir gelernt. Was kommt als nächstes? Wir haben beim letzten Mal auch 2 Trainingslagen gemacht, ne? So random. So, nächste Runde. Reflektieren, ablenken. Benutze dein Lichtschwert, um zu verhindern, dass du Schaden erleidest. Oh Gott, das wird schlecht. Ich wollte gerade sagen, kannst du treffen oder... Typisch Stormtrooper, ne? Können halt meist nie treffen. Perfekt. Geil. Ja, Training verlassen. Gut, das waren die 2 Trainingsübungen. Die nächsten heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Ach, schön. So, wir haben uns ausgeruht, wir haben das gemacht, wir haben eine Werkbank, okay. Lichtschwert. Okay, haben wir nichts Neues. Ich weiß, bei BD hat was Neues, aber ja, komm. Grüße, hey, wer Sie sind. Ich habe einen Vorschlag für dich. Ja, was denn für... Oh, warte mal. Schade, ich dachte, hier gibt's was. Was hast du denn für mich? Bist du an der Chance deines Lebens interessiert? Vielleicht. Lass hören. Ein paar Typen sind in die Mine da drüben gegangen.
Seitdem hat niemand mehr was von ihnen gehört. Das stimmt, kleiner Droide. Die Sache hat das Zeug zur Tragödie. Wie fast alles auf Kobo. Prospektoren haben nach Priorit gesucht. Die Mine ist voll mit dem Zeug. Aber diese Leute zu retten, das ist natürlich das Wichtigste. Ich sehe mir das mal an. Jetzt sind wir im Geschäft. Die Mine ist gleich da drüben. Kannst sie gar nicht verfehlen. Hast du diese verschwundenen Prospektoren schon gefunden? Ich arbeite noch dran. Komm schon, wir brauchen Antworten. Okay, ist das jetzt ein Blau... Ist das ein Li... was ist... Hä? Was ist das? Oh, hallo? Hey, warte mal. Kann ich... Ist das die Mine? Oh, ich will dich streicheln. Mann, kann ich dich beherrschen? Okay, und das ist jetzt die Mine. Ist das die Mine? Oh, wow. Toll. Ja, wow, wir sollen suchen und... Ja, gut, dann... Das ist ja auch schön, ne? Einfach mal schön rumhangeln und... Wow. Sei froh, dass du nicht riechen kannst, BD. Durchnässte Grotte. Ach Gott. Okay. Gibt es auf jeden Fall bestimmt wieder irgendwelche Dinge, die ich noch nicht finden kann. Boah, das Licht, ey. So cool. Oh, hallo, mein Freund. Ja, okay. Wollte mir bestimmt gerade sagen, du musst schneiden. Ja, ich habe einfach drauf los. Ohne Wenn und Aber, einfach drauf. Ah. Oh Gott. Okay. Oh. Nein. Die Viecher, ne? Die Viecher sind raffiniert. Dass sie sich so gut tarnen können und dann irgendwann auftauchen und sagen so, jo, I'm back. Okay, was ist? Es ist halt so geil, ne? Du hast halt keine Ahnung, wo du langläufst. Du tust einfach irgendwas machen und wirst sehen, was rauskommt. Oh, lass mich nur kurz durchatmen. Es muss einen Ausgang geben. Irgendwo. Der ist schon länger hier. Vielleicht einer der... Eine Forscherin war nach dem Einsturz eines Tunnels unten in der Höhle gefangen. Sie wandert tagelang umher, bevor sie ihren Durst und ihre Erschöpfung erlag. Verschollenen Prospektoren. Kann ich? Nein. Gut. Okay, das war also der erste. Also die erste haben wir gefunden. Jetzt fehlen, ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich habe da nicht zugehört. Aber es sind bestimmt einige. Hä? Du dumm. Nein! Och Mann, hätte ich ihn mit meinem Schwert abschießen können? Ich muss das rausfinden. Ich will die gerne abschießen. Warte kurz. So, jetzt können wir piepen. Scannen. Diese Kreaturen wurden durch Blaster getötet. Mehrere Schlinge, die geordnet erlegt wurden, was eher auf Prospektoren hindeutet als auf eine hungrige Bestie. Okay. Ich wollte gerade sagen, naja, dass das Schlinger ist, wissen wir ja. Aber jetzt weiß ich auch, wo man ihn jetzt erst gescannt hat und nicht vorher schon. Ist so viel hier, hallo. Ja. So, ne? Oh, hi. Ja, komm. Komm zu. Ah, zack. Noch jemand?
Schrottplatz. Okay, also wir haben das komplette Outfit vom Schrottplatz, glaube ich, mittlerweile zusammen für den guten PD. Oh Mann, die Höhle, die Mine ist aber auch groß, ne? Also groß, verkorkst, überall. Erstmal Shortcut aktivieren. Nice. Oh, was sehe ich denn da? Da muss ich doch gleich mal wieder. Also das, was ich da sehe, das sieht gut aus. Oh Gott, sorry. Ich habe jetzt auf was anderes reagiert. Es tut mir leid. Ja, ich weiß, du wolltest das, den Überraschungsmoment haben. Aber ich habe mich nur auf das Material fixiert. Oh Mann. So, und zurück. Was für eine Kreatur lebt denn hier unten? Das werden wir vielleicht herausfinden. Renku oder was? Oder was könnte das sein? Gewaltiger Brustkorb. Der freigelegte Brustkorb einer enormen Kreatur. Spuren an den Knochen deuten darauf hin, dass er von einem gefräßigen Raubtier abgenackt wurde. Sehr schön. Oh, guck mal, wir können meditieren. Und durchatmen. Durchatmen und weiter geht's. Ja, komm, und also... Weiter. Und weiter. Nächste Wahrnehmung. Sieh dir mal diesen Brustkorb an. Meinst du, die Bedlam Raiders zahlen für Fossilien? Oh Gott. Oh nein. Das muss das einer der verschollenen Prospektoren sein, Kumpel. Also Leute, wenn das kein Area-Kampf wird, dann weiß ich auch nicht. Oh yeah. Oh, ist das ein Renku? Ist das ein Renku? Es ist ein Renku. Oh mein Gott. Oh, ich erinnere mich noch damals an... Ich erinnere mich noch an damals an Star Wars Old Republic. Da gab es auch ein Renku. Cool. Okay. Okay, zu meiner Verteidigung, ich war nicht komplett gepusht, komplett aufgeladen, also. Aber kommt er jetzt? Okay, er kommt automatisch. Hallo Renku! Scheiße. Okay. Renku, mein Freund. Renku. Ist er etwas zu strong? Kann das sein? Oder bin ich zu schwach? Ey, kann ich den von hier angreifen? Ey, wenn ich den von hier angreifen? Nee, oder? Wehe, wenn. Also, es wäre witzig. Glaube ich. Ah, schade. Hallo? Okay, der ist nicht ohne. Der hat faustig hinter den Ohren. Ich weiß, ich bin noch nicht gut genug für ihn. Oh. Ah, okay. Gut, da haben wir jetzt wieder was Neues gelernt. Aber ja, Renkus sind an sich immer meist mit einer der bescheidensten Gegner on all time. Oh Gott, Alter. Nein, Kerl. Junge, Kerl. Ach Mann, ich sehe den lauter Wald vor Steinen nicht mehr.
den Weg vor lauter Steinen nicht mehr. Nein, das war falsch. Alter. Alter. Jo. Junge, diese Angriffe von ihm. Dass ich auch so blöd bin und genau dahin gehe, ne? Dass ich genau dahin gehe, wo der Angriff ist. Ja, Stampfer tot. Ja, sag ich doch. Oh, das ist nicht wahr. Okay, das. Oh, wow. Okay, das funktioniert. Muss ich den jetzt mit Wurfangriffen fertig? Oh nein, ich habe keine Macht mehr. Hey, Kumpel. Also mit Wurfangriffen komme ich gut dran. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Okay, schade. Nein, Mann! Bisschen Hilfe, Koppel! Nein! Hey, guck mal, das lief doch gar nicht so schlecht. Pariere stärkere Gegner mehrmals. Okay. Kann ich ihn überhaupt parieren? Come on. Auch dass dieser zweite Schlag von ihm immer trifft, ne? Das macht mich halt auch traurig. Oh, komm, nein, keine Sch. Nein, nicht schon wieder. Ja gut, lass es dir schmecken, ne? Okay, das ist eine harte Nuss jetzt. Das ist eine harte Nuss. Oh, wow. Okay, also diese Angriffe kann ich nicht wirklich blocken. Ich gebe den Angriff sowieso. Hilf mir bitte! Junge. Was soll ich denn sagen? Der Schaden ist ja an sich gut. Also, wir machen gut Schaden. Ist ja jetzt nicht so, dass der gar keinen Schaden bekommt. Ach nee, okay.
Na, guckt euch mal den. Ja. Och, Junge, dieser Move ist vakant. Stampfer gleich böse. Oh, geil. Oh, scheiße, jetzt war irgendwas ganz cool. Nein, nein. Okay. Ach nö, das lief doch so gut. Und dann sowas. Ach Mann. Okay, ich konnte ihn in seiner Rage-Phase mit dem Machtangriff schwächen. Das richtig gesehen? Stampfer. Machst du noch einen Stampfer? Ja, komm mal. Stampfer, okay. Oh, das ist das immer. Ja, komm. Oh. Okay, das ist böse. Kann ich die Angriffe von ihm... Alter, was? Oh, ey, Junge. Wie so eine Puppe, wo der Kopf gedreht wurde. Okay, er hat immer wieder neue Ideen auf Lager, der gute Renko. Zack, okay. Also blocken ist scheiße. Das kriegt man nicht wirklich hin. So, das ist der Moment zum Angriff. Theoretisch, ja. Okay, gut. So, weg. Okay, Konzentration. Sammeln. Und hinhalten. Autsch, shit. Och, Mann. Nein, ich habe falsch gedrückt. Oh. Aber wie schnell der halt zwei Schläge und du bist weg vom Fenster. Es ist katastrophal. Ja. Schade. Und weg. Stopp. Mann, warum? Alter, das kann nicht. Hey, okay. Cool. Nein. Schade. Okay. Nein!
Nein! Ach, das ist doch nicht wahr. Das lief doch gerade gut und dann ohne Scheibe. Das killt mich jedes Mal. Das ist halt so bescheiden. Ja, komm. Also ich könnte es natürlich auch anders machen. Das würde vielleicht etwas länger dauern, aber wäre etwas safer. Wenn es funktioniert, wie ich mir das vorstelle, versteht sich nicht. Gut, wenn du genau in die Faust reinrutschst, dann bist du am Eimer. Das ist klar. Wow, du dummes Mistvieh, du. Ja, komm. Ja, genau, mach dies. Und weg. Und wow, Mann. Oh. Ich brauch Hilfe. Hilf mir bitte. Okay, da bin ich safe oder was? Ah, ja, cool. Ich bin safe. Mit dem Kopf durch die Wand. Mit dem Kopf durch die Steinwand. Mauer. Geil. War peinlich. Komm schon. Jawohl. Nein, okay. Nein. Kann ich das nehmen? Nicht im Kampf verfügbar. Okay, ich wollte gerade sagen, es wäre witzig. Och, Junge. Beste Ausweichen ist halt auch nicht so geil, ne? Wenn es nicht funktioniert. Oh, Scheiße. Ja, komm. Warum? Ey, Junge, ich sag dir, wenn der mir nichts Gutes gibt.
immer diese Tritte machen halt den meisten Schaden, ne? Oh, shit. Komm schon. Komm schon. Do it. Do it. Mach deinen 10.000 Kilo Angriff. Run, run, attack. Komm schon. Run, run. Nein, ich hab gesagt Run Attack. Run, boy, run. Ja, voll. So. Wie gesagt, ich mach's in ruhigen Fassung. Nein, nein, okay. Ganz ruhig, tief durchatmen. Keinen Scheiß machen. Nein, nein, verdammt. Oh, Junge, nein, bitte nicht. Kann ich nicht irgendwie was machen? Okay, der Versuch war gut. Der Versuch war gut. Und das war nicht gut. Okay, das macht auch relativ gut Schaden. Gefällt mir. Sehr schön. Komm schon, komm schon, komm schon, mein Großer. Ja! Nein! Nein! Dusch! So, da bin ich wieder, sorry. Ja, das war jetzt mehr als Reinfall. Okay, neuer Versuch. Hey, hallo Rancor, mein Freund. Okay, jetzt Konzentration. Konzentration. Sehr gut, wow. Okay, das war lame. Aber hey, besser als nichts, ne? Komm schon, do it, do it. Nein, nicht deine 3 Meter Arme. Ja. Was tut das? Oh, wow. Nein! Warum erwischt er mich denn da auf einmal? Das ist doch nicht wahr. Da bist du einmal nicht ausgewichen und dann sowas, ey. Oh, Junge. Ich finde es halt auch interessant, dass man keine Tipps bekommt. Zum Beispiel der Renku reagiert, wenn man dies und jenes macht. Thank you.
Ich riskier's trotzdem immer wieder, auch wenn ich da fail mache. Okay, Phase 2 incoming. Ja, Gott, scheiße. Nein, nein, nein. Ach komm, leck. Ach, Mann. Lass mich doch in Ruhe, du blöder Rancor. Kann doch nicht wahr sein. Nein, nein. Shit. Okay, 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 ganz ruhig. Chill mal. Hilfe. Nein, nein. Okay. Nein, nein, nein. Oh Mann. Die komplette Folge wird sich einfach nur nennen der Fall des Rancor. Weißt du? Einfach nur der Fall des Rancors, weil wir jetzt ewig bis zum Ende. Oh, ist das mies? Ist das mies? Ja, so schnell kann man es natürlich auch beenden. Oh, der macht mich aggressiv. Aggressiv macht er mich. Junge. So. Komm her jetzt. Sau. So, zack, zack, okay, zack, zack und weg, 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 genau so, okay. Also Taktik vielleicht teilweise raus, mal gucken, ab wann ich zumindest was machen kann, wenn es klappt, wenn nicht, dann habe ich halt die Arc gerade gezogen. Ja, okay, Stampfer ist okay, Stampfer ist cool, zack, zack, bam. Also ich gehe jetzt auch nicht auf mehrere Angriffe. Ich versuche wirklich einen Schlag durchzusetzen. Außer hier, da mach ich halt. So. Autsch. Scheiße. Der war nicht gut. Hilf mir bitte! Och ja, und der trifft da auch nicht. Och Mann. Sobald du einen Fehler machst, einen kleinen Fehler, ist alles vorbei. Jetzt macht er...
Jetzt macht er diesen. Warum macht er ihn jetzt? Mann. Ja, genau, so. Damit ich weiß, was auf mich zukommt. Nein. Okay, Konzentration. Scheiße. Hey, BD. Nein, nein, ach Alter, willst du mich verarschen? Warum geht denn das nicht? Warum trifft er... Ach, soll ich den... Zwei Schwerter... Oh Gott. Mach keinen Scheiß. Dankeschön. So, und jetzt rein da. Sehr gut. Nein, okay, das war gut, das war schlecht. Okay. Okay. Kann ich die Angriffe blocken? Außer. Oh, aber wie präzise er mich gepackt hat. Genial. Ich habe versucht zu parieren, Alter, der hat mir mein ganzes Leben geholfen. Und das war's jetzt. Och Mann. Da kommt er genau mit diesem Move angesprungen. Oh ey, das ist doch... Nein! Mal gucken, geht das? Nein, das geht nicht, okay. Willst du mir mal bitte? Also zumindest... Okay. Ach, schade. Okay, also blocken ja, aber nicht immer. Also mal gut, mal schlecht, ne? Also Katastrophe. Genau so. Zack. Ja, das war schlecht. Nein. Jawohl. Schlecht. Ach Mann, warum? Helferkoppel.
come on. Ja, komm, okay. Finde ich gut. Kann ich einfach abhauen oder muss ich gegen ihn kämpfen? Kann ich abhauen? Ich kann abhauen, oder? Ernsthaft? Und dann? Kann ich ihn machen? Nee, oder? Kann ich? Okay, cool, okay. Moment mal, wenn das funktioniert. Nee. Also wenn das funktioniert, das wäre ja richtig interessant. Ich will bloß mal gucken, ob das klappt. Oh wow. Okay. Stell euch mal vor, da unten ist der... Das Spiel weiß schon, warum es nicht das macht. Junge, muss ich nach vorne, nach hinten, nach... Okay, also Taktik, Angsthasen-Taktik funktioniert nicht. Gut. Okay, das Wow. Blocken und Dings funktioniert. Okay. Ernsthaft? What? Okay, das war's. Das war's. Okay. Okay, Alter, wie geil war das denn bitte jetzt? Okay, okay. Also parieren, parieren, parieren. Im richtigen Timing und dann bam, drauf da. Gut. Ich glaube, jetzt müssten wir es haben. Oder so. Ohne dass er den Stampfer... Ja, gut, Stampfer ist scheiße, ne? Okay, ich weiß nicht, was er macht. Wie gerade eben gesagt, Stampfer ist kacke. Kann ich da springen bei dem Stampfer? Och, Junge. Okay. Mega gut. Jawohl. Okay, ouch. Ouch. Gib mir ein BD. Ich hab zu wenig Stimpack-Dinger.
Aber das lief jetzt auch wieder relativ gut. Bewegen, da auszuweichen. Hopp, hopp. Ja, okay. Oh, ey. Ey, wie schnell. Ja, genau. Nein, nein. Okay, spring einfach. Ja, spring und dann zermatscht werden. Cool. Das gefällt mir, dass man trotzdem auf ihn draufprügeln kann, auch wenn er gerade in seinem Rage-Mode ist. Also trotzdem Schaden machen kann. Ich sehe nichts, okay. Danke. Nein, kein Stamm. Nein, du Dummes. Och. Och, der ist... Ganz ruhig, ganz ruhig. Er macht mich fertig. Er macht mich sauer. Okay. Wenn er das macht, springen. Einfach nur springen. Wenn er das macht, einfach ja, irgendwie blocken, keine Ahnung. Whatever. Mhm. Ja, genau. Ich. Nein, Mann! Oh, ey, das ist doch. Was bist du denn für ein. Ganz ruhig. Diese Sch- okay, danke. Ja, come on. Er schlägt zu und schmeißt dich sofort. Okay, das ist... Okay, jetzt habe ich ganz ruhig. Nein, 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 spring. Sehr gut, okay. Nein, nein! Da hat er mich verarscht. Da hat er mich verarscht. Nein, Mann, du blöd. Ey, wie und wie.
Wie uncool war das bitte? So, jetzt mach keinen Scheiß. Jetzt kommt er wieder. Ja, schade, Mann. Oh, ist das nicht mal. Weißt du, da springst du hin und her, funktioniert, dann weichst du aus, dann. Ach. Egal wie du das machst, das ist immer irgendwie falsch. So, schön ins Gesicht. Zack, geblockt, glaube ich. So, aufs Maul, Sprung. So, zack, 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 zack. Weg, 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 weg. Danke. Okay, das geht auch. Cool. Jetzt bin ich sauer, ey. Jetzt hab ich Schnauze. Voll Leon. Och, leck. Ich habe einfach den Yoda versucht. Einfach rumspringen, springen, springen, springen. Angriff, Angriff. Ey, Taser. Ja, come on. Halt trotzdem trifft. Ne? Dass der halt trotzdem trifft, obwohl ich ausweiche, eigentlich denke ich zumindest, dass ich ausweiche. Und trotzdem. Oh wow. Oh Mann, ey. Hab ich jetzt? Okay. Ach, du bist doch das Letzte. Ich will dich nicht mehr. Geh doch endlich drauf. Du nervst, Renko. Werde ich es in dieser Folge schaffen, den Renko zu erledigen? Schreibt es gerne mal in die Comments. Oder werden wir uns in einer weiteren Folge wiedersehen? Ja, komm. Hä, warum? Ich bin gesprungen und genau in seine Hand rein. Das kann doch nicht wahr sein. Wahr sein.
BD. Oh wow, das war jetzt das war ein guter Run. Aber leider hat es nicht geklappt. Oh Gott. Ich wollte gerade, ne, ihr habt es gesehen, ich wollte Doppelsprung machen, wollte angreifen und dann hat er mich schon wieder. Nein! Immer wenn's klappt, dann sowas. Ach Scheiße, jetzt war ich wieder komplett auf was anderes fixiert. Ich weiß nicht, auf was ich fixiert war, warum es nicht geht. Okay. Jetzt hör auf! Nein, nein! Mann, ich wollte gerade blocken und dann kommt er mit diesem Move wieder an. Ich wollte gerade springen. Ey, warum? Ich will nicht. Und Umschlag des Todes, weißt du? Das ist doch nicht wahr, ey. Kommt er jetzt wieder an? Jetzt kommt er wieder. Okay. Nein, du Dummes! Und ausweichen, nicht mehr springen, ausweichen. Beim ersten Mal klappt's gut, beim zweiten Mal kriegst du immer Facepalm. Ja, come on. Yes.
Nein! Wow. Schade. Nein, nein! Nein, nein, nein. Die Macht ist mit mir. Okay. Gut. Kampfstil. Okay, Stärke wird schwächer. Stärke wird dezimiert. Okay, aber die Stärke ist bei ihm. Gut, die Geschwindigkeit ist halt hier besser, ne? Aber dafür ist halt die Ausdauer etwas weniger. Du kannst das gar nicht blocken. Okay, noch einmal mit Dings und dann... Oh ey, das gibt's doch nicht. Du kannst nicht mal richtig... Thank you.
Wow. Oh wow, jetzt ist aber hier. Jetzt geht. Hallo? Du dumme Sau, du. Machst du diesen wieder? Nein, nein. Das ist dann, ich hab wieder Sprung gedrückt. Du blöde Sau, ich wollte doch ausweichen. Sorry. Ach komm, jetzt klappt's auf einmal oder was? Komm, hör doch auf. Komm schon. Okay, Ausdauer ist down. Okay. Ich muss mich dabei fixieren, dass das mit Ausdauer zusammenhängt. Sehr gut. Und weg. Scheiße. Ich kann nicht mal blocken ohne das, also ich komme nicht mal zum Blocken. Okay, sobald er angerannt kommt, zuschlagen, weg und dann immer so in die Drehung. Ansonsten pressen lassen, ganz einfach, ansonsten genau so. Ausdauer. Hierher.
Nein, nein, ich wollte gerade Dings einsammeln. Ach Mann. Alter, du. Nein, das Wort Kacke. Timing ist S. Das auch. Och man, warum trifft denn das trotzdem? Diese verkackte Erschütterung. Hilf mir bitte! Nein! 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 Oh.
toll. Nein, es war doch so gut. Warum? Du bist doch wirklich das Letzte. Ich hasse dich. Ich weiß, ich könnte leveln gehen, stärker werden. Aber komm, wir sitzen jetzt fast 2 Stunden in diesem Boss. Und ich will das jetzt beenden. Ich meine, es funktioniert ja auf die eine oder andere. Ist ja nicht so, als ob man gar nichts erreicht. Hä? Okay, schade. Okay, da trifft er mich auch. Aber wir sind schon mal besser dran. Wir sind in Phase 2 mit vollem Leben. Und das war's auch schon wieder. Ach, ich hasse dich, ne? Phase 2 mit vollem Leben und, ne, also 3 Stimpaks-Dinger. Und trotzdem verkackt.
Jawohl! Jawohl! Bring es zu Ende. Come on, tu es. Und yes! Oh mein Gott. Jetzt wissen wir, was die Prospektoren getötet hat. Oh. Das Grease davon erfährt. Mein Gott. Und sowas mitten in der Nachbarschaft. Alter, wir haben es geschafft. Rancor, Alter, wir haben es. Rancor extrem stark, aber langsam, sei geduldig und warte auf Gelegenheiten. Alter. Aber ja, es ist kein Star Wars Spiel, wenn es kein Rancor gibt. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh, ich bin erleichtert, ey. Es ist vorbei. Und tief gut in der Zeit beschafft, muss ich sagen. Zertrümmer, neuen Bonus erhalten. Was? Bonus erhalten. Du hast einen Bonus entdeckt. Im Spiel gibt es verschiedene Arten von Boni und sie können deine Spielweise nachhaltig beeinflussen. Du hast zu Beginn 3 verfügbare Bonus-Slots. Du kannst im Laufe des Spiels weitere Slots freischalten. Besondere mächtige Boni erfordern möglicherweise mehrere Slots. Boni können jederzeit im Boni-Bereich des Fähigkeitsmenüs eingesehen werden. Aktuelle ausgerüstete Boni können in Meditationspunkten verwandelt werden. Okay. Alter, ich sag ja, der Rancor ist mit Abstand immer einer der schlimmsten und bescheidensten Gegnern im Sinne von heftig. Es gibt nur die Macht. Es gibt nur die Macht, ja, die Macht, ne? Rüste Boni im Menü aus. Boni, okay. Blockanzeige Schaden. Angriffe sind effektiver darin, die gegnerischen Abwehr zu zersprechen. Haben wir jetzt drin. Okay, cool. Finde ich super. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Wir brauchen, glaube ich, 2, ne? 2 brauchen wir. Also erstmal kurz ausruhen. Nee, wir ruhen uns jetzt erstmal aus. Oh, Junge, ey. Das war böse. Böse, Rancor. Böse. Aber cool gemacht, dass er halt wirklich in dieser Mine rumrennt. Aber die gibt es halt wirklich überall, ne? Auf jedem Planeten, der ansatzweise Wüste ist, geschweige denn hier, ne? Höhle ist oder irgendwas, immer Rancor. Da muss immer was dabei sein. Aber ja, ich finde es super. Und jetzt gehen wir natürlich erstmal zurück, bevor wir jetzt hier Feierabend machen. Würde ich gerne noch, kann ich hier wieder zurück? Würde ich gerne noch Bescheid sagen, was passiert ist. Okay, südliches Gebiet. Wo war jetzt? Da war sie. So, ich bin wieder da. Ich habe Infos. Grüße. Du bist zurück. Und? Was hast du gefunden? Hab den Rancor, der in den Minen lauerte, ausgeschaltet. Prospektoren habe ich aber keine gefunden. Okay, ich fasse zusammen. Kein Rancor, keine Überlebenden, keine Konkurrenz. Das Priorit wartet nur auf mich. Die Prospektoren waren dir völlig egal, oder? Du wolltest nur das Priorit. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ja. Und jetzt gehört diese Mine mir allein. Sei vorsichtig. Wer weiß, vielleicht ist da unten noch ein Rancor. Du willst mich nur aufziehen, oder? Oder? Boah, also wenn da noch einer wäre, dann würde ich mir sagen, jo, mach deinen Scheiß alleine. Und haben wir jetzt irgendwas bekommen? Ich meine, hey, wir haben es geschafft. Kriegen wir irgendwas? Irgendwas kriegen wir? Nein? Okay, gut, dann war das halt wirklich jetzt nur... Gut, also, okay, schade. Okay, was haben wir? So, PD, PT, so. Mein Süßer, so, Schrottplatz, nee. Haben wir nicht? Ach, wie schön das halt immer aussieht, wenn das hin und her fliegt, ne? Ausrüsten. Ach nee, Quatsch, das war das Falsche. Zack, so. Es funktioniert und sieht toll aus. Ja, guck dir das Lichtschwert an, auch wenn wir es nicht benutzt haben. Okay, cool, wir haben es geschafft. Junge. Okay, Schnellreise passt alles. 1-2, okay. Gut, dann würde ich sagen, das war eine weitere Folge Let's Play Star Wars Jedi Survive. Wir haben es nach längerem, nervenaufreibenden, verzweifelten
Hilfe rufen, doch noch geschafft, den Rancor zu legen. Und ja, mal gucken, was uns in der nächsten Folge erwartet. Vielleicht treffen wir den guten Kreese, wer weiß. Ne? Das ist ja eigentlich unsere Hauptaufgabe gewesen. Aber hey, wenn man mal eine Nebenmission hat, dann ne, macht man die halt gerne mal mit. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer gerne ein Like da oder eben einen Kommentar. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin erstmal. Tschüss.